Ahoi, meine Lieben, Sidcast hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge The Awesome Adventures of Captain Spirit. So, wir haben jetzt unseren Anzug fertig und könnten jetzt Mantroid auf seinem Planeten finden. Na los, komm, wenn wir gerade mal hier sind, versuchen wir das gleich mal. Ich hoffe nur, wir können dann trotzdem immer noch da hinten. Ich finde es auch geil, dass wir hier Spuren im Schnee machen. Dann los hier. Here I come, Mantroid. Ja. Aber du fährst jetzt bitte nicht wirklich los. Come on, let's get going. This is Captain Spirit. You copy? Are you there, Sky Pirate? Captain Spirit, I read you loud and clear. Are you sure you want to go on this dangerous mission? Don't worry about me. Mantroid is the one in danger. Gotta do a quick system check first. Yeah. Instrument panel, check. Force field, check. Proton missiles, check. Escape pod, check. Windshield wipers, check. Everything okay. Looks good. Start the launch. We're going faster than light speed. What's that ahead? Oh no! Meteor shower! Turn on the force field! Alter. Too late! Emergency! SOS! Crash landing! Ah! I wonder how many ships Mantroid has crashed on this planet. Never mind. I landed safe. Time to explore! Und jetzt sind wir wieder in der Fantasiewelt. Das ist echt cool. Auf Mantroids Planet. The sky is so dark. And the sky is so red. Like blood. No wonder Mantroid lives here. Das habe ich alles verpasst. Mann, ey. But how could anyone live here? It's kind of sad and lonely. Das sieht schon stark aus. Muss ich ja mal ehrlich sagen. Aber eine Laterne steht da einfach so. Na dann los, gehen wir mal zur Laterne. What's that sound? Something is coming. Or somebody. Damn, come to my planet. Mantroid, show yourself, you coward. Genau. Komm raus. Wirst du nicht. Maybe it's all your fault. You're too weak to fight me, Captain Idiot. This time, you won't get away from me. Okay. Das werden wir ja noch sehen. Main Street. Scheiße, ist das der Ort, wo die Mutter angefahren wurde? Klar, warum? Ghosts.
I can't let you live. Oh, los jetzt hier. Klicken, 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 klicken. Ich brauche einen Autoklicker. Schneller, schneller, schneller. Kann ich noch schneller? Mandel Street, Asteroid Drive. Das ist genau die Ecke. Ach du Scheiße. Oh nein, Captain Spirit hat verloren. You will pay for what you did, Mantroid. I swear. Okay. Okay, Mantroid, ich schwöre, das ist das letzte Mal, dass du Captain Spirit entkommst. Alter Schwede. So, hier, alles klar. So, wir gucken jetzt mal hinters Haus. Was haben wir denn noch im Inventar? Eine Kippe. Ein Knaller. Das ist hier der Monster Lake hier. Hatten wir auf der Karte gesehen. Oh my god, the lake demon is rising. Okay. Nee, können wir nicht. Ah, das ist doch hier dieser Schneetyp. Der Schneebeschwörer, genau. Erstmal wieder aufbauen. Oh, Snowmancer. This is sad. You used to be a good enemy. Look at you now. How are you supposed to train me to fight Mandroid like that? What can we do? So, wir bauen ihn erstmal wieder zusammen. Das finde ich auch schön hier. Ein Scheibenwischer. Okay. Der hat lauter Kippenreste auf dem Kopf. Aha. So, und jetzt können wir nämlich in die Luft jagen, weil wir die Knalle haben. Deswegen sagte ich in der letzten Folge, ich habe schon eine Idee, wo wir die einsetzen können. Denn nachdem ich es durchgespielt habe, habe ich den letzten Checkpoint nochmal geladen und bin dann halt vorher einmal rausgegangen und ohne die Knaller passiert hier leider nicht viel. Aber diesmal haben wir ja die Knaller. Now you are ready to battle with Captain Spirit. Hau ab, Bengel. Ja! Yes! So cool! Snowmancer almost froze the whole city. Until jetzt nicht mehr. Ich glaube nicht, dass der Schneebeschwörer der Stadt noch Probleme bereiten wird. Ah, jetzt geht das hier vorwärts. Jetzt haben wir auch ein bisschen was geschafft. In meinem ersten Durchlauf hatte ich nur den hier abgeschlossen. Captain Spirit melted him. For now. Ja. So, sieh dich an, Junge. Dir fehlt der halbe Kopf. So, dann gehen wir mal hier auf unsere Flying Fortress. Schaukel. Dad won't fix the swing because it's too dangerous to fix. Mhm. Na dann los, gehen wir hier mal hoch. So, was haben wir denn hier alles? Geheimversteck. Na los, wir öffnen mal das Geheimversteck. Ist jetzt nicht in echt so geheim, aber... Open Sesame. Jawohl.
So, was haben wir da? Wir haben einen geheimer Dekodierer. Den nehmen wir mal mit. Now I can use this to reveal the full map to my next adventure. Okay. Den müssen wir wahrscheinlich auf die Karte halten, oder? Dann haben wir da einen Comic, einen selbstgemalten. I loved watching Mom draw her comics. What are you looking? Me? My sweet Valentine? Ah ja, was? Nee, cooking! Oh, was kochst du mir zum Valentinstag? Dein Lieblingsgericht? Pizza. Fröhlichen Valentinstag. Genau. Sehr schön. Basketballkarten. These are my favorite baseball players. Even if I don't understand the stats. Okay. Und wir haben da noch einen Brief von der Schule. Oh oh. Harry did say mean things about Dad, but I can't let him see this. Sehr geehrter Mr. Erickson, ich wollte Sie wissen lassen, dass Ihr Sohn Chris diese Woche nach der Schule in eine Auseinandersetzung mit meinem Sohn Harry Sauber und seinen Freunden geraten ist. Chris behauptet, dass sie unangemessene Dinge über sie sagten, aber Harry ist nicht diese Art Kind und kennt sie nur durch mich. Wie Sie vielleicht wissen, ist Harry Klassenbester und mit Orden ausgezeichneter Pfadfinder. Vielleicht sollten Sie mit Chris über sein Verhalten reden. Falls diese Schikanen weiterhin anhalten, sehe ich mich gezwungen, mit der Schule zu reden. Brad Sauber. Hm. Vielleicht redest du mal mit Harry. This is my worst report card. I'm doing better now. Okay, B-, Sport nur ein D. Englisch, das ist außer Kunst, ja. Kunst bist du super. Das hast du wohl von deiner Mutter. Okay, dann haben wir hier alles. Raus da. So, was haben wir hier noch Schönes? Da liegt das andere Walkie-Talkie. Luftpirat. Überprüfen. Sky Pirate, what's the situation since your last report? Did the storm cause any damage? No, Captain. The magnetic field protected us from any harm. Sehr gut. We're lucky to have you. Keep up your good work. Genau, und eine Faust. So, dann haben wir hier eine Puppe. Eine Puppe? Dad keeps telling me this is a girl's doll. So what? She's the Ice Queen. Meine Güte. Alte Schüssel Zigaretten anzünden? Ich weiß nicht, wofür das gut sein soll, aber wir können es ja mal machen. Heimlich im Baumhaus sitzen und rauchen. Slow, like Dad. Nein! Stop. Ja, genau. So, hoffentlich hast du was draus gelernt. Was haben wir jetzt gemacht hier? Haben wir irgendwas geschafft? Hier haben wir noch ihn entdeckt, ne? Aber er fehlt immer noch. Die Bösewichte haben wir alle. Bei den Guten fehlt uns noch was. Die Bierdosen, das Geheimversteck. Was haben wir mit ihm hier? Sorry, I destroyed your father. But he was a supervillain. Ah, okay. Wir können uns jetzt zum Ausguck setzen. Ach, schön. Ja, diese Szene habe ich auch schon in Life is Strange gemocht, wo man sich einfach mal hinsetzt. Die Musik hört. I see the signal searchlight strike me in the window.
I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove. Ach ja. Junge, du weißt gar nicht, wie richtig du das machst. Einfach mal nur so da sitzen, den Moment genießen und sich nicht hetzen lassen. Captain Spirit is here! Jawohl! Schön, wirklich schön. Und habe ich schon mal erwähnt, ich mag diesen Grafikstil. So. Und auch das hier habe ich alles im ersten Durchlauf verpasst. So, haben wir hier noch was? Die Luftpirat. Maybe I should get a butler. British. Ja, genau. So, dann gehen wir mal runter nochmal zur Karte. Die hing im Kinderzimmer, ne? So, hier können wir nicht wirklich was machen. Was? Was war hier? Ach nee, da guckte bloß ein Brett raus. Ich dachte, da hätte ich jetzt irgendwas über. Awesome! It's now snowy and sunny outside. Schrotthaufen? Betreten? Das sieht größer aus, als es von außen den Anschein hatte. Okay, wir können jetzt hier bloß nach vorne. Das Labyrinth. Nach links. So, wir können wieder nur nach vorne. Links. Wir gehen hier immer den gleichen Weg lang hier. Nochmal nach links. Ja, wo kommen wir denn jetzt hier an? Ich glaube, wir müssen wissen, wo wir lang gehen. Sonst gehen wir hier nochmal nach links. You better look at that map again. Ja, ich habe aber keine Map. Gut, dann sollten wir hier mal verlassen und zur Map gehen. Verlassen. Wow, geil. Und das alles hier in so einem kleinen Schrotthaufen. Okay, cool. Okay, da geht's nicht weiter. Ja, so, wie ist das jetzt hier noch mit den Bierdosen? Haben wir hier Briefkasten? Können wir öffnen? Oh, nicht sogar was hin. No. Was ist das denn? Werbung von der Waffen, vom Schießclub oder was? Spaß für die ganze Familie. Kommt und spielt mit euren Waffen. Harrys Schießanlage. Ja, das ist toll.
als wenn wir sonst nichts zu tun hätten, mit Waffen zu spielen. Mann, ey. So, was ist denn hier? Recyclingtonne. Schießstand aufbauen. Haha, hier ist das mit den Bierdosen. Ja. Na Gott sei Dank haben wir die Dosen gar nicht so zerknüllt, ne? So können wir hier eine schöne Pyramide bauen. So, dann los. Ach, ich darf auch noch. Ziele und Wurf. Yes. Ja. Sehr gut. Ja. Und da nochmal. Yes. Pow, boom, blam. Recycle that. Ja, recycle that. Sehr schön. Ist ja geil. Boah, das ist ja richtig bunt hier, das Blatt. So, was fehlt uns jetzt? Mustard Party 2 spielen, aber dafür müssen wir Papas Handy entsperren. Und wir müssen den Schatz finden. Vielleicht ist der Schatz das Kennwort? Wie auch immer, wir sehen es in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Ahoi und ciao, ciao.